Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine liebe Freunde, hier zu Assassin's Creed Syndicate. Ja, back in action, wir sind hier in unserem Zug. Und ja, wir müssen mal schauen, was wir weitermachen. Nigel hat es nicht anders verdient. Empfohlen Service können wir eigentlich machen. Hm? Oder drüben wir nochmal eine Mission. Oh, gute Frage, was müssen wir eigentlich machen? Zug hätten wir eine Mission. Da unten hätten wir noch die Leute. Wir machen hier. Nickel hat es nicht anders verdient. Komm. Marshall war gestern Abend mit der Gang einen trinken. Es gab Stress mit Templern und sie töteten einen. Aber Nigel war zu betrunken, um zu fliehen. Jetzt wollen die Constables ihm den Mord anhängen. Aha. Aha, muss ich dem jetzt helfen, dem Schurken. Dem Mörder. Dem Mörder. Gut, mit Miguel reden. Da geht's tief runter. Und abwärts. Juhu. Und dennoch noch so weit weg. Unglaublich. Warum? Voll die Verarsche. Einmal hoch. Hätten sie mich nicht gleich hinfahren können. Einmal hoch. Zack. Und drüber. Wow. Mit der Seilrutsche. Muss ich gucken, dass ich demnächst mal die Bezirke weiter befreie. Habe ich ja angekündigt, dass ich das auch noch machen sollte. Wird Zeit. Ja, muss auch sein. Muss auch sein, ja. Und rüber. Mal gucken. Das ist immer, wenn ich in der Nähe bin und auch das Level habe, gleich dann auch die Sachen wirklich erobern. Sehen wir dann. Hä? Hey, was ist los? Und alle hopp. Immer noch 700 Meter. Boah, ist das weit weg. Ich hätte auch mit der Kutsche fahren können. Aber Kutsche ist so langweilig. Ich will lieber über die Dächer hinup. Ja. Komm, hoch. Das kriegst du doch hin. Das wollte ich ja gar nicht machen, also von daher. Zack. Und einmal rüber. Immer noch 700 Meter. Unfassbar. Unfassbar. Und einmal quer über die Straße. Ja, komm. Gib Gas. Wir sind ja bald da. Gucken, was der uns zu sagen hat. Hoppa. Und hallo. Zack, was für ein Weitersprung. Leck mich am Arsch. Trotzdem noch 500 Meter. So weit weg. Zack. Schnell, zieh dich hin. Seil verschwindet dann. Auch gut. Und weiter. 450 Meter, Kneich. Einmal hoch. Einmal rüber. Und nochmal rüber. Zack. 400 Meter. Yippie. Gleich bin ich da. Gleich. Noch einmal über die Straße. Zack. Mann, Mann, Mann. So viel zu tun hier noch. So viel müssen wir den Arsch noch retten. Zack. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, genau. Du bist auch so eine. Erstmal hoch, dann runter. Du weißt auch nicht, wo du hin willst, hä? Zack. Und nochmal hoch. Immer noch 270 Meter. Obwohl wir so schnell sind. Es ist trotzdem noch so weit weg. 230. Zack.
Wir fliegen hier wie die... ich wollte runter. Komm abwärts. 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 Lass los. Immer noch 170 Meter. Ist doch scheiße. Und das Territorium von den Blighters, hä? Hallo Polizist. Wie geht es dir? Geht es dir gut? Sag bloß. Ich muss da rein. 85 Meter. Ich hoffe mal, dass es dahinter ist. Ja, ist dahinter. Okay. Was beschützt da die Polizei? Das wird man sicher irgendwann herausfinden. Sicherlich, sicherlich. So, ich bin fast da. Natürlich muss ich jetzt echt rüberklettern. Kein Weg hier. Ja doch, denke ich doch. Wäre ein bisschen blöd. Okay. Sag mir, was los ist. Das wird nicht gut für dich ausgehen. Gestehe und erspar uns allen den Ärger. Ich habe nichts getan. So wahr mir Gott helfe. Miss Evie, wir haben so viel getrunken und jetzt sagen die, ich sei ein Mörder. Och, Nigel. Ich hatte ein paar zu viel und habe mein Zeug verloren. Es ist überall verstreut. Da muss auch ein Messer bei sein. Können Sie es holen, bevor die Polizei es tut? Du da! Halt's Maul! Halt's Maul! Der Verdächtige hat keinen Hut. Was? Während der Untersuchung keinen Polizisten töten. Okay. Das ist natürlich echt schön. Deswegen sind ja die ganzen Polizisten. Ah, jetzt wissen wir was, hä? So, da ist ja irgendwas. Da liegt ja irgendwas. Und das müssen wir untersuchen, hm? Geh mal. Ja. Oh, du bist so dumm, Fräulein. Du bist einfach nur dumm. Unglaublich. Ich bin weg. Muss jetzt anonym werden, um die Sachen dann zu zerstören, muss ich sogar. Sie frage. Puh, lol, der ist der ist gestorben. Ist auch cool. Da ist noch einer. Wir brauchen unbedingt die Tatwaffe. Da ist noch einer, okay. Die sind auf jeden Fall weg. Gehen wir einfach runter. Wenn die... schnell, schnell, schnell. Zerstören. Komm. Oh, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt. Und hoch. Danke. Oh, etwas. Oh nein, doch nichts. Okay, das war Nummer 1. Der eine hat sich selbst umgebracht. Voll lustig. Abwärts, bitte. So, da ist wieder zerstören. Ich darf keinen Polizisten umbringen. Das ist halt mein kleines Manko. Was? Alle hopp. Ich bin weg, mein Freund. Du siehst mich gar nicht mehr. Hm. Ich muss auf jeden Fall die Sachen zerstören. Alle hopp. Wie komme ich da am besten hin? Nochmal ein Stück hoch. Darüber. Oh. Ja. Oh, spring doch nicht immer dem höchsten Punkt entgegen. So, ich kann hier einen Todessprung machen. Zack! Mich sieht keiner. Mich sieht keiner. Schnell, 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 schnell. Oh, 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 oh.
Und wieder hoch. Hat keiner mitgekriegt. Das war Nummer 2. Meine Güte, die Polizisten hier in London, die sind einfach kleine Noobs. So, der zweite Punkt. Einmal rüber. Ist er hier entweder da drüben auf jeden Fall. Abwärts. Sperrgebiet. Okay. Der Polizist da läuft auf jeden Fall da weiter. Der sieht mich nicht. Einzigster, der mich sieht, ist der da hinten. Und da ist ja auch nochmal einer. Der interessiert mich erstmal nicht. Denn ich zerstöre das jetzt einfach und hau dann einfach ab. Okay. Polizisten niederschlagen. 4 Polizisten niederschlagen. Okay. Den Körper verstecken. Au. Darf ich sie jetzt töten? Wie es aussieht, ja, hä? Zack. Ach, fuck. Natürlich. Kommen jetzt gleich die anderen Polizisten, oder? Ja, links. Bewegt sich der noch? Oder kommt der jetzt nicht? Boah, Alter. Boah, Alter. Stirb jetzt einfach. Was? Natürlich. Ich stand jetzt aber nicht mal dabei. Wie soll ich denn niederschlagen? Unfassbar. Unglaublich. Voll die Verarsche. Wie das Spiel mich gerade voll verarscht. Oh, nur Niederschlag. Er hat sie nicht umgebracht. Toll. Blöde Kuh. Wie soll ich sie sonst niederschlagen, hey? Schlagring nehmen oder was? So. Wo ist denn hier? Einmal dran vorbei. So, aufheben. Gehen wir abwärts. Und dann muss ich die Leiche auch noch verstecken, weißt? Oh oh. Oh, da ist ja auch einer. Oh fuck. Och Gott, hey. Oh. Nein, lass mich in Ruhe. Oh, oh, jetzt muss ich sie irgendwie verstecken. Sergeant, wo in Herrgotts Namen ist die verdammte Leiche? Die ist weg. Kann ich hier reinschmeißen? Oh Gott. Nein, 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 ich bin nicht da. Nein, ich bin nicht da. Genau, geh raus. Dreh dich bloß nicht um. Hohohoho. Wo ist die Leiche, verdammt? Weg ist sie. Und tschüss. Mit dem Polizeichef reden. Gott sei Dank. Aber Polizist niederschlagen? Ich hätte doch jetzt jeden umgebracht. Jetzt steht's da. Keine Polizisten töten. Ja, danke. Ich mache meine Cap hier runter. Dann sehe ich wieder normal aus. Hallo. Sprechen. Ja? Es war er nicht. Es war er nicht. Haben Sie eigentlich irgendwelche Beweise? Was also?
Sergeant? Ich glaube, Sie brauchen mindestens eine Leiche. Wir können nichts finden, Inspektor. Sie haben's wieder versaut, Sergeant. Tja. Ja, Polizist niederschlagen. Leider nicht, aber wir haben Nigel hat es nicht anders verdient. Abgeschlossen. Wir haben ihm geholfen. Er ist freigekommen. Und da taucht einmal der Polizeiwagen auf. Hammer. Und dann taucht er gleich mal in der Nähe wieder hier was auf. Ist ja unglaublich. Wenn wir da gerade hinlaufen. Charlie Dickens Erinnerung, 50 Berkeley Square. Wollen wir mal mit ihm reden. Gucken, was er möchte von uns. Der Kleine hier. Was gibt's? Sag es mir. Wie schön, Sie wiederzusehen, Mr. Dickens. Hält der Ghost Club eine neue Geschichte bereit? Wie der Zufall es will? Ja, folgen Sie mir. Nummer 50 Berkeley Square. 4 Stockwerke und der Schriftzug Zutritt auf eigene Gefahr. Um dieses grausige Anwesen ranken sich viele Geschichten. Beim frühesten Bericht über einen Spuk ging es um den Geist eines kleinen Mädchens, das von einem Diener ermordet wurde. Sie wurde oft am Dachfenster gesehen, wie sie weinte und ihre kleinen Hände in verzweifelter Pein verdrehte. Die Arme. Das Spukhaus erreichen. Okay. Einer anderen Legende nach spukt auf dem Dachboden der Geist einer jungen Frau, die sich aus einem Fenster im obersten Stockwerk stürzte, um missbraucht durch ihren Onkel zu entgehen. Ihr schreiender Geist wurde von Augenzeugen mehrfach am Fenstersims hängend gesichtet. Das Anwesen war kurz im Besitz eines Mr. James Jasper, ein Co-Leiter, der dem Opium verfallen war. Sein Neffe Edward war einer von Mr. Jaspers Schülerinnen versprochen, der schönen und zierlichen Rose. Allerdings verschwand Edward unter mysteriösen Umständen und bald darauf auch Jasper selbst. Vielleicht trieb ihn sein Kummer zurück in die lindernden Arme seiner berauschenden Eltern. Gehen wir jetzt ins Spukhaus. Ja. Wir sind da. Rouge, Mädchen. Totes Mädchen. Sollen wir? Klar, können wir. Das Spukhaus untersuchen. Obwohl das Haus leer steht, sagen manche, dass es nachts von Schreckensschreien, läutenden Glocken und knallenden Fensterläden erfüllt ist. Hm, irgendwas ist hier an diesem schönen Klavier. Inspizieren. Das unheimliche Phänomen kann leicht mit Schläuchen und Ventilen nachgestellt werden. Manche sagen, ein junger Mann war auf dem Dachboden eingesperrt und ein kleines Loch in der Tür sei sein einziger Kontakt zur Außenwelt gewesen. Der junge Mann sei durch diese Isolation schließlich dem Wahnsinn verfallen. Die Legenden scheinen sich auf diesen einen Raum zu konzentrieren. Okay, oben ist noch... Da oben ist noch was. Das ist noch eine Kiste. Die wollen wir natürlich auch haben. Öffnen. Zack. Nehmen wir natürlich mit. Aber hier. Diese Babyschaukel. Komisch. Vielleicht warte ich hier, während Sie diesem verstörenden Gelächter auf den Grund gehen, das mich überhaupt nicht beunruhigt. Okay. Schau wieder an, das Klavier. Aber diesmal hierhin. Irgendwas ist falsch. Irgendwas ist hier los. Okay, die Kinder. Eins der Kinder rammen. Okay. Dann werden wir mal die verfolgen. Ja, nimm mal das. Boah, sind die schnell. Hey Kind, bleib stehen. Ich muss dich rammen. Stopp, Kind. Stopp, Kind. Ich hab dich. Lass mich los, du Kuh. Reizend.
Jetzt sagt mir, was ihr bei dem Haus gemacht habt. Was geht dich das an? Raus damit. Schon gut, schon gut. Wir haben nach dem Schatz gesucht. Wir fanden einen Schlüssel für den Geheimgang. Welcher Geheimgang? Ja, in der Nummer 50 gibt es einen. Hier, der Schlüssel. Lass mich in Ruhe. Okay. Einen Schatz? Ja, gehört mir. Das ist mein Schatz. Dann gehen wir mit Dickinson. Dickens! Du Chiller, du chillst immer noch da oben. Warum rennt ihr alle weg? Ich bin das doch nur. Ich bin das doch nur. Hallo. Ja? Hier ist das Schloss, aber mir fehlt der Schlüssel dafür. Hier. Öffnen. Okay, dann öffnen wir mal. Was verbirgt sich dahinter? Oh, ein geheimer Gang. Hinweise gefunden. Okay. Inspizieren. So funktioniert der Spuk. Spannend. Aha. Ah, okay. Läufst du verschwindet aus meinem Haus. Oh. Ich kämpf schon. Okay. Ich mach ihn schon kaputt. Komm her. Niemand hat Rose auch nur annähernd so geliebt, wie ich sie liebte. Und jetzt? Das hätte ausreichen sollen, um meinen Neffen von ihr fernzuhalten. Mein armer Ned. Vergib. Den Verrückten mit Dickens reden. Plündern? Okay, den habe ich aber jetzt nicht getötet. Also von daher. Den habe ich gar nicht getötet. Was für eine Lüge. Ich muss runter. Der steht natürlich wieder unten. Der ist wieder gleich abgehauen. Hä, wo steht denn der? Im hintersten... Hä? Im hinteren Hof. Okay. Endlich. Der Mythos wurde entschlüsselt. Es gab keine Geister am Berkeley Square. Nur eine verlorene Seele, die von Schuldgefühlen und Drogen zu Mord und Wahnsinn getrieben wurde. Das könnte der Beginn eines großartigen Romans werden. Ich frage mich, ob ich es immer noch kann. Okay. Ja, 50 Berkeley Square abgeschlossen. Den Stockdolch haben wir bekommen. Okay, meine Freunde, würde ich sagen, das war's mit dem Part für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und im nächsten Mal geht es weiter. Schauen wir mal, was wir da machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.